Schauplatz einer spektakulären Großübung von Feuerwehren aus den Landkreisen Goslar und Osterode war am 31. Mai 2010 der Bergbauernhof der Familie Neigenfind auf der Kuppe über St. Andreasberg im Harz. Nach der Feuerwehr der Bergstadt rückten unter anderem die Wehren aus Bad Lauterberg, Braunlage und Clausthal-Zellerfeld an. Im Einsatz waren auch der Wassertransportzug der Kreisfeuerwehrbereitschaft Osterode, der Artenschutzcontainer der Feuerwehrtechnischen Zentrale Goslar und der Großraumeinsatzleitwagen 2 aus der Kaiserstadt. Insgesamt rund 130 Einsatzkräfte waren an der Übung beteiligt. Bei widrigsten äußeren Bedingungen, Dauerregen, Nebel und Kälte, hatten die Wehren auch mit den besonderen Tücken des Einsatzortes zu kämpfen. Die schmale Zufahrtsstraße und die Enge auf dem Bauernhof mit seinen Anbauten verlangten schon bei der Anfahrt der vielen Fahrzeuge präzise Logistik. Noch komplexer gestaltete sich das Problem der Wasserversorgung. Mit einer mehrere hundert Meter langen Schlauchleitung wurde Löschwasser von der Jordanshöhe herangeführt. Parallel dazu pendelten 5 Tanklöschfahrzeuge zwischen der Kuppe und dem Rehberger Graben. Unter schwerem Artenschutz durchkämmten unterdessen weitere Einsatzkräfte die Gebäude und bargen insgesamt 8 Verletzte, die umgehend vom Rettungsdienst des Landkreises Goslar und der Bergwacht St. Andreasberg versorgt wurden. Das Gebäude könnte man da auf die Feuerwehr reinführen. Da hat man die Zentralräume, da unten die Duschbrille, das könnte man recht günstig hinmachen. Ihr seid vorsichtig, es wird aber... Spektakulär die Rettung eines Mannes, der von der Drehleiter aus Bad Lauterberg von dem 21 Meter hohen Silo durch dichten Qualm und Rauch geborgen werden musste.